So Leute, willkommen zurück zu Back to the Classics mit dem lieben Pasch. Hallo. Ich habe mein Versprechen nach dem letzten Mal wahrgemacht und war tatsächlich in Lunar Magic drin und habe geguckt, dass ich uns einen Midway Point setzen kann. Und wie ihr seht, hat's nicht funktioniert. Der Drecksack, der das hier gemacht hat, hat schreibgeschützt. Oh, das geht aber gar nicht. Ich durfte hier absolut nichts editieren. Das heißt, wir dürfen das Spiel genau so spielen, wie wir es letztes Mal erleben durften. Ja, das ist super. Na, aber das schaffen wir doch. Dummerweise ist jetzt eine neue Session. Genug ruhig. Ups. Ja, das wird vermutlich ein bisschen brauchen, bis wir wieder reinkommen. Ja, und du bist mal wieder leiser als mein Spiel. Oh, okay. Kleine Sekunde. Das lässt sich schnell ändern. Genauso laut, wie es das letzte Mal war. Komisch. Dann musst du das in deinem Ende anpassen. Kannst du mir in Discord ein bisschen lauter drehen oder sonst irgendwas? Ja, ich drehe einfach das Spiel gleich ein bisschen leiser. Ja, so geht's auch. Die schreckliche Musik will man eh nicht hören. Das stimmt. Wenn man der Part mit dem hier ist noch gar nicht raus. Wie schade. Wartet mal, ich mach mal kurz ein bisschen leise. So, jetzt sollte Pasch ein bisschen annehmbarer sein. Okay, ja, so annehmbar, wie ich halt sein kann. Gut, dann zeige uns jetzt deine Luigi-Macht. Okay, ich zeige jetzt meine Luigi-Macht. Das geht nämlich genau so. Einmal schön hüpfen. So, und dann nimmt man sich hier den Pilz. Genau, alles wie gehabt. Und dann wartet man auf die Feuerbälle, springt hier hoch, behält den Pilz, so läuft das hier ab, lässt den Stein hier runterkommen, springt er drüber, ignoriert den geflügelten Koopa einfach, wartet, bis der hier sein Feuer gespuckt hat, klaut dem hier, ups, ne, oder auch nicht, na egal. Muss nicht. Nur ein Klapp. Ja, und dann... Und dann läuft man in den Abgrund rein, so geht das. Genau so und nicht anders. Und wenn ihr das so macht, dann habt ihr das nächste Mal, wenn ihr rausgeht, ein fantastisches Make-up. Schaltet bald wieder ein bei Pasch's Beauty Palace. Ja. Ich treffe nicht mal mehr die Box mit dem Pilz. Ich glaube, das nächste Versprechen sollte sein, dass wir beide mal Super Mario World durchspielen auf unserer eigenen Faust. Ja. Aber spätestens, wenn wir in 5 Parts immer noch an diesem Schloss hängen, dann wird es vielleicht mal Zeit, das zu tun. Das Problem ist, Super Mario World ist im Vergleich zu dem hier halt gar nichts. Naja, das ist halt die Sache, so schwer ist es ja nicht. Ja, das stimmt. Aber es gibt halt so ein paar Szenen, die einem hier Probleme machen. Ja, komm, das packst du jetzt, hast Feuerblume. Ja. Die hatte ich schon öfter, falls du das vergessen hast. Lass mir doch meinen blinden Optimismus. Und ich hab's ja auch schon recht weit geschafft. Ja, bist schon fast am Schluss. Jetzt geht's noch runter, muss auf den Oschi aufpassen, genau. Geht's weiter nach oben, dann wird da geklettert und dann rechts ist doch schon die Tür. Oder fast. Mir fällt gerade auf, wie unglaublich lang dieser Level ist. Ja, ja, der ist richtig lang. Und hat keinen Midway-Point. Und hat keinen Midway-Point, ja. Das ist das Schlimmste. Das ist richtig dreckig. Okay, schön. Ja, genau. Vorsicht von dem bösen Block. Spin machen sollen. Ja. Okay, ich denke mal, der problematischste Teil wird tatsächlich der sein, wo es darum geht. Da gab es ja diese... drei kleinen Dinger, wo man drüber springen muss. Kannst du hier einfach mal einen Safe machen? Ich mache hier einen Safe, aber... Müssen wir da 20 Jahre warten, immer wenn es mal schief läuft, aber so läuft es dann halt. Oh, und der Pilz ist weg. Dreckiger Schack. Solange du mit dem Pilz zu, wie heißt der? Iggy. Iggy, genau. Solange du mit dem Pilz zu Iggy kommst, ist alles putti. Das.
Oh mein Gott, mach, dass diese Musik vorbei ist. Soll ich's probieren? ich hab nochmal gespeichert. Ich müsste halt auf... Nein. Das Problem ist halt Blind Jump hier. Aber da kommt man auch nicht einfach so hoch. Nee, lad man safe. Ich hab geladen. Ich glaube, auch da. Dazu, dass man... Ah! Oh Gott. Egal, weiter geht's. Lad nochmal. So, gut, gut, gut. Okay, okay, passt. So, ich speichere hier nochmal so ein bisschen mehr Zeit. Ist mir jetzt so egal, okay, ob dieser dämliche Chuck... Hier muss man rauf. Nein, muss man nicht. Doch, guck mal, ich habe einen Schlüssel. Ja, ja, ja. Das ist halt der Secret Exit. Ja, ja, hier muss man für einen Secret Exit hoch. Ja, genau. Machst du nochmal ein Safe? Ja. Aber ich denke mal, ja, das werden die nicht... Hä? Oh, okay. Das sah gerade so aus, als hättest du festgesteckt. Nee, nee. Oh Gott, Vorsicht. Pass bloß auf. So. Hier ist die Tür, die da führt oben zu ist die Iggy. Boss-Tür, genau. Da ist die Boss-Tür. Willst du jetzt wirklich den Secret Exit machen? Ja. Safe hier nochmal. Mir ist klar, dass wenn wir den Secret Exit machen, müssen den ganzen Scheiß nochmal machen, um zu Iggy zu kommen. Ich weiß, aber... Ich bin schon hier und ich habe den Schlüssel dort. Es ist noch nicht mal vorbei und du hast gleich keine Zeit mehr. This cellar looks like it hasn't been used for a long time. Ja. Okay, jetzt dann hau mal ganz ordentlich hier ins Gaspedal. Ich hoffe, das war's schon. Kannst du überhaupt hochklettern mit dem Schlüssel? Ich kann wow, das, das ja. Wow, das geht? Oh, da ist ja ein P-Switch. Was? Oh Gott. Okay, ich hab das Secret Exit. Ich hab das Secret Exit. Das hast du in der Tat. Und jetzt schauen wir uns an, in welche Horror der Secret Level uns hinführt. Oh. Oh. Ein kleiner Ausblick auf das, was uns erwartet. Ja, aber in den Level können wir doch schon mal rein, glaube ich. Könnten wir theoretisch. Wollen wir? Ich weiß nicht, das ist ja irgendwie schon feige. Wir können halt. Ja, komm. Ja, bin ich jetzt wieder derjenige, der das Schloss machen darf, oder was? Ja, ja, du machst es jetzt. Hättest es doch zu Ende gemacht, mein Gott. Ich hab's doch zu Ende gemacht, nur durch Secret Exit. Das ist aber auch. Also, Leute, mal ganz ehrlich. Oh. Wenn man einen Blind Jump auf einen Block macht. Für sowas wird man eigentlich auf Comedy Central, ja. SNL Central gehatet. Na, vielleicht wird er ja auf SNL Central gehatet, aber eigentlich waren die Bewertungen nicht schlecht genug dafür, dass der so eine Scheiße abgerissen hat. Aber man muss ja wirklich dem Hack zugutehalten, von den Videos, die ich bisher hochgeladen habe, hat Nintendo keins geclaimed. Echt? Eins wurde als nicht für die meisten Werbebetreibenden nicht werbefreundlich gekennzeichnet, aber Nintendo hat nichts geclaimed. Ach, keine Ahnung, der Algorithmus ist völlig... Oh, das gibt's doch nicht! Der Algorithmus ist völlig hin, also... auf den Algorithmus darf man echt nichts geben. Der Algorithmus, ja, da ist ja auch YouTube gerade ordentlich unter Feuer deswegen, ne? Ja, ja. Ja, auch zu Recht. Meine, ja, für einen das Botstrahl funktioniert abnehmen. Halt nicht. Und vor allem rennen ja die Werbekunden gerade YouTube in Scharen weg. Ja. Ja, aber das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum sie es gemacht haben. Weil sie halt eben... Ja, die Frage, was YouTube über hat. Werbekunden oder Content-Ersteller? Ja, das ist wirklich eine wichtige Frage. Und an sich finde ich es ja nicht schlecht, wenn man werbefreundliche Videos machen will. Aber das Problem ist halt, dass der Algorithmus völlig hin ist und überhaupt nicht mit dem übereinstimmt, was er eigentlich tun sollte. Er soll ja eigentlich feindliche Videos praktisch rausfiltern, die irgendwas wirklich haten. Stattdessen filtert er halt haufenweise Zeug raus, was normale Videos sind, die durchaus werbefreundlich sind.
vielleicht liegt es ja daran, dass das eine geclaimt wurde. Uiuiui. Dass das eine geclaimt wurde, weil ich gesagt habe, dass ich dem Ersteller dieses ROM-Hacks einen Besuch abstatte. Ja, könnte schon sein. Und ich dann einen ordentlichen Gruß ins Gesicht gebe. Mit der flachen Hand. Wenn das Video hier auch geclaimt wird, dann ist die Theorie vermutlich korrekt. Ja, aber sowas wird meistens dann ein paar Tage später wieder freigeschaltet. Hauptsache, du kriegst hängen dein Kaffeegeld. Hierfür brauche ich eigentlich Schmerzensgeld. Ja, für diesen ROM-Hack tatsächlich. Es tut mir ja leid. Er sah so aus, als würde er dezent sein. Er war eigentlich auch größtenteils dezent. Ja, das ist es halt. Der ROM-Hack ist eigentlich sogar gar nicht mal so schlecht. Aber sah ja, halt so schnell. Halt einmal diese Passage mit dieser beknackten Säge. Ja. Und dem beschissenen Brett. Ich meine, stellenweise haben wir uns bei der Sache. Wo man auch erstmal 50 Jahre auf diesem Brett steht, bevor irgendetwas Interessantes passiert. Ja, und theoretisch. Okay, jetzt ist der Jump nicht mehr so blind. Aha. Save mal. Okay, ist gesaved. Save nochmal. Ja, ist gesaved. Lad okay, den Safe. Wird geladen. Okay. So, mir ist es jetzt egal, ich brauch die Shell. Die Shell ist weg. Ich brauch die nicht. Mein Feuer schafft's, dann schaff ich das doch auch, oder? Mhm. Auf, ich glaub an dich. Ja, ja, na, jo. Okay, safe. Er wollte eben nicht springen, aber das ist egal, er hat's geschafft. Safe ist gemacht. Müssen wir nur noch zu diesem beknackten Boss. Jawohl. So, du hast Feuerblume und Pilz und jetzt wirst du diesen beknackten Izzy doch wohl schaffen. Iggy. Hast du einen Safe? Immer. Ja, haben einen Safe. Okay, hau rein. So, Iggy. Spring doch einfach drauf. Ja, das Problem ist, ich muss ihn ja runterschmeißen. Ja, und jetzt? Nein, nicht so. So, egal. So! So geht's doch! Jawoll! Stirb! Und bleib da! Zu Ende! Ab in den Äther mit dir, du beknacktes Drecksschloss! Ja, das ist aber das Mindeste hier! Ja! Sand crumbles. Trees rise. Wow! Und darf ich jetzt. So intellektuell stimuliert. Darf ich jetzt nochmal eins sagen? Ja. Wir haben bisher jedes Exit geholt. Wir haben tatsächlich jedes Exit geholt. Drück mal weiter. So. Ah, wie schön. Und jetzt geht's. Also, der Secret Exit führt uns ganze zwei Level weiter. Ja, also weit wären wir eh nicht gekommen. Hängt's bei dir auch? Was? Okay, entweder Pasch-Verbindung ist gecrashed oder meine. Je nachdem. Auf jeden Fall geht's jetzt nicht weiter, Leute. Dann würde ich sagen, dieser Part ist ein bisschen kürzer. Ihr lasst uns jetzt in den Kommentaren einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn hier alles wieder funktioniert. Bis dann, euer Wolf.